Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Spreng das Lama Boom Camp. Und heute habe ich die gute Nat von Bro Gamer View dabei, die Lex Vendis hier. Hallo! Den Kanal habe ich natürlich auch wieder direkt unter dem Video verlinkt. Und die Nat ist ein absoluter Anfänger in Minecraft. Ja, deswegen ich kann gar nichts. Werde ich ihr auch mal gucken, dass ich ihr ein kleines bisschen helfen werde. Für dich natürlich auch werde ich dir kurz die Regeln vorlesen. Die stehen hier vorne. Du siehst nicht hier vorne, weil, genau, da. Ich lese es dir mal nochmal vor. Willkommen im Spreng das Lama Bootcamp. Hier im Camp findest du zahlreiche Aufgaben, die dich auf Spreng das Lama vorbereiten. Du schiebst mich die ganze Zeit weg, um auf dich zu bewegen. Dazu benötigst du einen Bogen, den du hier am Anfang bekommst. An den jeweiligen Aufgaben erhältst du eine gewisse Anzahl von Pfeilen. Schaffst du die Aufgabe nicht mit der Anzahl, dann bekommst du für jedes am Leben gebliebene Lama einen Punkt abgezogen. Insgesamt sind 25 Punkte zu erreichen. Viel Glück. Okay. Hinter dir ist dein Bogen. War das hinter dir? So, da drauf drücken. Bogen. Genau, ja. Hinter dir übrigens steht Add-Member. Tritt mal auf Add-Member. Damit kannst du jetzt hier Lamas verletzen. Das ist quasi eine temporäre. Verletzen? Ja, hör auf, da an Ohren drauf zu treten. Wieso? Dann stört mich vielleicht. Nein! Hörst du auf? Hör auf damit! Okay. So, du kannst jetzt dann gleich, sobald es geht, loslaufen. Ich glaube, dass ich bei dir nicht in dir selber drin die Phase machen werde, da ich glaube, du dich etwas chaotisch bewegen wirst. Ich gehe einfach bei dir, glaube ich, in den Game Mode 3. Ich probiere es aber trotzdem mal. Ich mach mal in dich rein. Moment. So, ich bin in dir drin. Okay, du kannst loslaufen. Wo sind meine Pfeile? Ich habe keine Pfeile. Die kommen bei der ersten Station. Lauf los. Guck vielleicht nicht immer so ganz nach unten. Du guckst auch in den Shootern immer so nach unten. Halt, zurücklaufen. Warte, muss First Person machen. Hinter dir. Du gehst hier hin. Das ist Station 1 hier. Dreh dich mal um. Okay. Ist der Block? Nein. Dreh dich um. Du gehst hier zurück. Hör auf. Komm zurück. Ja, wieso? Geh bitte jetzt geradeaus und jetzt nach links. Das hier ist Station 1. Du trittst rechts auf die Plattform. Rechts, da drauf. Ah. Oh Gott. Nur einmal drauf treten. Genau. Das sind die leichten. Sehr gut. Und weiterlaufen jetzt. So. Das ist der Ausgang, wo du hinläufst. Ach so. Rechts. Rechts. Hinter dir. Nicht auf die Plattform. Oh, jetzt musst du nochmal die Lamas bekämpfen. Ich setze ja Punkte. Jetzt gehst du nach links. Geh doch. Warum? Wo läufst du denn hin? Das ist doch links. Hier ist ein Durchgang in der Wand. Der hier? Ja. Okay. Nach rechts, links. Geradeaus laufen. Ein Hindernisparcours. Ist Block? Ja, lauf an den Block. Du sollst einfach den Säulen ausweichen. Lauf geradeaus. Immer so weiterlaufen. Lauf weiter! Lauf weiter! Du hast beschossen! Ja, ich weiß! Oh mein Gott! Lauf weiter! Oh, wie will ich mich umbringen? Das ist Station. Das ist ein Hund! Das ist kein Lama! Du musst nur Lamas. Hör auf, den Hund aufzuschießen! Hör auf! Sieht aus wie ein Lama! Komm zurück! Nein, komm zurück! Du musst wieder auf die Plattform treten! Oh Gott! Jetzt hasst dich übrigens der Hund! Ja, der beißt dich jetzt! Hab ich gebissen? Ja, hör auf, andauernd doppelt da drauf zu treten! Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht tun! Ich bin komplett. Okay, ich snipe die jetzt weg. Ja, genau. Stirb, Lama. Okay, sind jetzt. Ja, weiterlaufen. Ja. Ich hatte am Anfang gesagt, tritt immer nur einmal auf die Plattform. Gut, dass ich nicht in der drin bin. Aber der Hund hat mich weggemacht. Ja, weil du auf den Hund zuerst mal geschossen hast. Das war ein Versehen. Du hast mit voller Absicht auf den Hund geschossen. Dachtest du, ein Lama? Oh mein Gott, hier ist ein komisches Geräusch. Ja, der Hund ist immer noch hinter dir, hinter der Mauer, weil er sauer auf dich ist. Noch weiter. Ja, hier rumlaufen. Such den Ausgang in diesem Hügelbereich. Denn es kann passieren auch, dass auch in der Lama-Rama-Welt natürlich Leute sich verstecken. Das heißt, du musst hier Gänge suchen. Was heißt, hier sind Leute versteckt? Lama. Nein, hier sind keine versteckt. Ich meine, es kann passieren. Wo bist du hin? Ach ja, da unten. Ich suche ein Loch. Also ein Ausgang. Ja, komm, geradeaus. Fast, ja, ja. Oh mein Gott, hab ich es geschafft? Ja. Oh mein Gott, wie cool. Das hier. Sind die vier Lamas? Genau. Medium-Bereich. Hör auf, immer deine Pfeile zu verbrauchen. Hör auf, doppelt drauf zu treten. Lauf weiter. Das sollte nur einmal. Lauf weiter. Warum hast du jetzt gerade geschossen? Da ist der Lama. Ja. Mein Erzfeind. Du hast das kleine Baby getroffen. Ist das schlimm? Nein, musst du auch bekämpfen. Oh, aber fuck. Schau. Hab ich gerade geschossen? Ja, die spucken. Aua. Schau, da können Lamas Pfeile schießen. Die schießen keine Pfeile, die spucken. Lamas auf spucken. Spucken. Wo schießt du denn hin? Und du bist doppelt drauf getreten, deswegen sind jetzt doppelt Lamas drin. Deswegen musst du 8 Lamas bekämpfen, nicht 4. Okay, das ist in Ordnung. Ich krieg die alle tot. Oh, scheiße, Spucke. Nee, ich glaube nicht, dass du die tot kriegst. Du hast begrenzte Pfeile. Und du hast schon, glaube ich, 8 Pfeile daneben geschossen. Kann ich die wieder einsammeln? Oh Gott. Nein, kannst du nicht. Hopp. Sehr gut.
Ich hab das Baby getroffen. Ja, das Baby musst du auch treffen. Au! Das Baby hat mich gerade angespuckt. Ja, das machen Babys normalerweise. Baby. Stell dir vor, wenn du mal ein Baby hast, das kann auch spucken. Ja. Wie viele Pfeile hast du noch? Keine Ahnung. 6. Wop. Da oben ist noch ein Lama. Noch 2 Lamas sind da. Hm? Oh Gott. Kann ich dem Headshot geben? Ja. Okay, ist es tot? Und dann noch eins ist da, das braune. Daneben. Oh Gott. Jetzt hast du es, glaube ich, nicht mehr. Versuch mal, ob du noch einen Pfeil einsammeln kannst, vielleicht. Ja, kann ich, konnte ich gerade immer. Oh, scheiße, das wird krass. Geh weg. Ja, sehr gut, du hast alle bekämpft. Und dann findet ihr den Ausgang. Hör auf, die Sachen einzusammeln, das ist egal. Hör auf, die Sachen einzusammeln, das ist beschiss. Aber ich möchte Pfeile haben. Das ist eigentlich beschiss, wir haben nämlich gedacht, die Pfeile sind abgezählt, aber egal. Ach so, oh nein. Nein, das ist kein... Oh Gott. Jetzt kommt dein Lieblingspart, denn das ist ein wirklich schweres Jumping-Puzzle. Okay, Leute, ich muss dazu sagen, ich kann nicht springen. Also, ganz im Ernst, wir machen das so, wenn du den... Nein, schwimm zurück, du musst zurückschwimmen zum Anfang, nicht durchschwimmen. Da kommst du nämlich hinten nicht hoch. Wir machen das so, wenn du den ersten Sprung schaffst, dann hast du es geschafft. Okay. Das ist für dich der Anfängerbonus. Leute, die Folge wird 30 Stunden dauern. Seh meine Füße nicht, das ist voll gemein. Okay, warte. Und übrigens für die Leute, die denken, dass das unfair ist, wenn ich sage, die Nat braucht, musst du den ersten Sprung schaffen, das ist fair, weil ich weiß, wie Nat spielt. Was? Oh, ja, du hast den ersten Sprung geschafft, deswegen. Du kriegst, ich gebe dir trotzdem hier Strafpunkte, weil du wirst den. Ja, ist okay. Das ist. Gib mir alles an Strafpunkten, das ist schon in Ordnung. Ich kann halt nicht springen, aber sonst würden wir. Das ist kein Problem, nee, wirklich nicht. 3 Stunden eine Folge aufnehmen. So, hinter dir ist eine Druckplatte. Da drauf treten. Soll ich da 2-mal rauf, Abi? Einmal! Und wieder runtergehen. Runtergehen. Okay, da runter von der Platte. Diese Lamas sind übrigens etwas verbessert worden. Ja. Was ist los mit dem Lama? Diese Lamas haben doppelte Geschwindigkeit. Ja, merkt man fast gar nicht. Das ist so hyperaktiv und rennt hier gerade rum wie so ein verrücktes Lama halt. So. Oh mein Gott. Sehr gut. Du kannst ja warten, bis sie sich beruhigen. Oh mein Gott. Entspann dich bitte, Lama. Oh mein Gott. Spucke. Eins ist da hinten noch. Siehst du es? Okay, es rastet komplett aus. Ich mal das Ganze aus deiner Sicht zu sehen. Oh mein Gott, da kriegst du ja... Hopp. Wie soll ich das Ding treffen? Naja. Ich bin. Okay, jetzt ist ruhig. Und ich schieße natürlich daneben. Oder hab ich daneben geschossen? Ah! Gucke! Okay. Das ist lustig, das Ganze aus deiner Sicht zu sehen. Sehr gut. Okay, ist tot. Und weiterlaufen. Hab ich jetzt gewonnen? Nein. Was? Weiterlaufen. Okay. Also gewinnen kannst du schon mal gar nicht. So, lauf weiter. Das ist eine Platte. Drauftreten. Jetzt bist du über die Platte rübergesprungen. Ja, aber... Das ist eine Druckplatte. Drauftreten. Sind das Affen? Nein, das sind Menschen. Drauftreten. Jetzt bist du wieder 2-mal draufgetreten. Diese Lamas. Übrigens, diese Menschen symbolisieren, dass man hier keine Menschen in dem Spiel verletzen kann. Das heißt, wenn du einen... Kann. Aber wenn du hier einen Menschen tötest, kriegst du einen Minuspunkt. Okay, ich möchte bitte keinen Menschen... Oh, scheiße. Der hat sich gerade bewegt, oder? Hat er nicht? Du hast ihn einfach angeschossen. Was ist dieses Lama? Weil du so viel Spaß an dieser Testversion hast, machst du alles doppelt. Deswegen trittst du auch auf jede Plattform nicht so doppelt. Ich verstehe das nicht. Ich war da nur mit beiden Füßen drauf. Ja, aber du bist drüber gelaufen und dann nochmal drüber gelaufen. Die Platte verliert ja das Gewicht, wenn du runtergehst. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das wie, ja, dann hast du jetzt, guck mal, du kriegst einfach ein paar Strafpunkte. Was soll ich sagen? Oh Mann! Wie viele Lamas hast du bekämpft? Ich weiß nicht. Ich glaube, 3 hast du, glaube ich, bekämpft. Aber da hier normalerweise. Naja, hier sind normalerweise. Wie viele waren hier eigentlich? Ich weiß gar nicht. Hier sind... Bestimmt 100. Jetzt habe ich ganz viele runtergekommen. Naja, wir geben dir einfach mal 3 Minuspunkte. Lauf weiter. Oh, ich mache mich echt nicht gut in dem Game. Oh Mann. Okay, hier in diesem Mod musst du ein Hühnchen finden in diesem Raum. Tritt da drauf, einmal drauf treten und jetzt das Hühnchen suchen. Hier ist irgendwo in diesem Raum ist ein Hühnchen versteckt. Ist es tot noch? Ist tot. Wieso spawnt denn hier da ein Hühnchen? Das sollte eigentlich nicht spawnen. Such mal bitte das normale Hühnchen. Das ist aber ein Hühnchen. Ich weiß, du kriegst auch keine Abzüge, wenn du es nicht findest. Aber eigentlich ist hier ein Hühnchen wirklich gut versteckt. Ich habe gerade ein Hühnchen gehört. Mal gucken, wie gut du dich im Suchen machst. Nicht so gut. Denn hier ist nochmal. Hier ist nämlich nochmal speziell ein Hühnchen versteckt. Schon wieder Leute. Ja, du bist in der Nähe der Villager. Das ist auch nicht das richtige Hühnchen. Warum spawnen hier standardmäßig neuerdings Hühnchen? Keine Ahnung. Okay, wir machen das ganz einfach normalerweise. Hinter dir. Hinter dir. Lauf gerade gegen die Wand. Geradeaus zulaufen. Jetzt lauf nach links. Und links. Da rein, wird nochmal das Hühnchen. Dein Ernst? Wie soll man das finden? Hier spawnt das Hühnchen normalerweise, aber irgendwie... Okay, hier ist es nicht. Egal.
Okay, dann müssen wir das nochmal beheben, den Fehler. Ja. Komm raus, finde den Ausgang in diesem Raum. Wir sind eklige Zombie-Grusel. Ja, ich weiß, weil hier in den Zwischenwänden spawnen ab und zu Zombies, da wo die Elektrik ist. Jetzt ohne Scheiß? Ja. Die Elektrik? Naja, hier sind ja, damit das Hühnchen, wenn du auf den einen Knopf drückst, spawnt, muss ja irgendwas passieren vorher. Halt, da, das. Ja, genau. Da rein. Ja. Da rein, entspann dich. Hm? Hier sind jetzt, das sind die finalen Lamas, das ist der Hard Mode. Mit Maximum Hard Realismus. Mode. Also so kannst du ja quasi im Spiel sein. Du bist jetzt in einem Wald und musst hier 8 Lamas finden. Musst du sie finden oder auch, oh Gott. Nee, natürlich finden und umbringen. Diese Lamas halten realistisch viel aus. Das heißt, sie brauchen, glaube ich, 4 Treffer pro Lama. Oh, wir werden gerade gestalkt. Wann? Nee, einer unserer Mods ist gerade unsichtbar hinter uns. Wie kann ich einen Pfeil abbrechen? Einfach eine andere Taste drücken. Wenn du den Bogen auf der 2 hast zum Beispiel, dann auf die 1. Okay. Aua! Das Lama ist mit drin! Übrigens für dich auch nochmal, in dem Spreng das Lama-Mod geht es dann darum, dein Lama ist deine Gesundheit. Das heißt, schütze dein Lama, vernichte die feindlichen Lamas. Jeder Spieler hat ein Lama hinter sich und das Lama gilt zu bekämpfen, nicht den Spieler. Spieler sind unverwundbar. Das heißt, übe schon mal darauf, dass du quasi auf Lama-Suche gehst. Ich war nicht! Und falls ihr euch gerade wundert, was man Hintergrundgeräusche hört, der Nachbar schreddert gerade wieder einen Baum. Wie viele Bäume hatten der? Es ist nur einer, aber der ist ziemlich groß. Der schreddert schon den ganzen Tag diesen Baum. Oh mein Gott. Okay, jetzt gibt's Krieg. Hört man das sehr laut? Ja, es geht. Aber nur manchmal. Okay, ich versuche ein bisschen wegzugehen. Boah, meine Güte. Es wird immer schlimmer. Ja, Hilfe. Gehst du gerade in diese Kreissäge rein, zufällig? Ja, natürlich. Ich dachte mir einfach, ich wollte das mal sehr aus realistischer Nähe zeigen. Spontaner Selfmark. Wie viele Pfeile hast du noch? Wie so schlecht, dass Fabi in deine Kreissäge rennt. Moment, die sind mehr Lamas, als du, glaube ich, bekämpfen musst. Irgendwie. Steht das nicht. Geh weg. Wie viele Pfeile hast du noch? Keine Pfeile mehr. Okay, lauf weiter. Irgendwie funktioniert bei dir die Technik nicht so gut. Das liegt an mir. Das liegt immer an mir. Nein, nicht lauf weiter. Rein. Nein, musst du nicht. Ich hab's gefunden. Sehr gut. Endspurt. Lauf, los. Schneller. Sprinte. Dieser epische Spurt. Oh mein Gott. Lauf schneller, Anna. Ich laufe so schnell, ich die Steuerungstaste drücken kann. Gut. Ich hab gleich wieder Hunger. Ja, egal. Davon ist der Ausgang. Gib mir Food. Brauche ich nicht. Davon ist der Ausgang. Aber ich könnte einen Kuchen essen. Genau. Bleib jetzt vor dem Ausgang stehen und iss einen Kuchen. Ja, sehr gut. Du bist draußen. Das war quasi das Bootcamp. Um dich so ein bisschen auf alles einzustimmen. Okay. Da vorne kommst du wieder dann zum Ausgang. Es ist dunkel. Ja, das ist nachts meistens so. Und ach so. Dann auch nochmal vielen Dank an dich, dass du dich dieser Tortur hier unterzogen hast. Übrigens, für euch mal so als Info, die finalen Folgen davon werden erst im neuen Jahr kommen, da wir quasi nicht vor Weihnachten alle Teilnehmer zusammenbekommen. Werde ich bis dahin vielleicht so ein paar Zwischenfolgen reinbringen. Hör auf, die Wände zu versuchen abzubauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Kandidaten. Und natürlich, wie gesagt, schaut mal bei der Nat rein. Ich habe den Kanal verlinkt. Und sie wird natürlich auch die ganzen Sachen aus ihrer Sicht dann nochmal zeigen. Yes, also yes. Dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.